Hallöchen, Popöchen, wie geht's, wie steht's? Heute ein weiteres Zigarren-Review von mir. Und zwar mal hier die Drew Estate Liga Privada T52 Robusto vor uns liegen. Kostet 15 Euro. Hat eine Länge von 12,7 cm, Durchmesser 2,14, was im Ringmaß von 54 entspricht. 7 verschiedene Tabake werden hier verwendet und soll ein recht kräftiger Smoke sein. Deckblatt ist USA Connecticut Broadleaf, also sieht man auch schon. Sieht richtig, richtig, richtig schön aus. Das Deckblatt, Entschuldigung, das Umblatt kommt aus Brasilien, Matafina. Freue ich mich schon drauf. Einlage Honduras, Nicaragua. Ja. Machen wir mal den Kaltgeruchtest gleich. Kaltzug hinten dran. Also vom Geruch her ein bisschen Schokoheu. Vom Zug her ein Hauchcreme, Hauch was Süßes. Ansonsten Holz. Mehr kann ich da momentan nicht rausschmecken. Dann machen wir sie gleich an und dann schauen wir mal, wie es weitergeht. So, hier sind wir. Für die Verarbeitung, man merkt es auch schon am Deckblatt, in der Hand. Einfach, ja, andere Liga, aber natürlich 15 Euro ist natürlich auch eine andere Liga. Kaffeeröstaroma, Zedernholz. Das ist das, was ich momentan euch sagen kann. Ja, also wie ich gesagt habe, Kaffeeröstaroma, Zedernholz. So eine Tendenz in was Nussig-Kerniges ist da. Aber Kaffeeröstaroma ist das Nummer 1 Aroma hier. 7 von 10 von der Stärke her, also richtige Kaffeebombe auf alle Fälle. Und super Abbrand. Und ja, so dieses typisch brasilianische Gewürz auf alle Fälle. Ja, schmeckt. Super Abbrand, wie gesagt. Sieht gut aus. Ja, jetzt wird sie sogar ein Tick cremiger. Die war relativ trocken so die ganze Zeit. Oh, jetzt merke ich so die Nicaragua-Geschichte. So eine leichte Schärfe. Und eben dieses brasilianische Gewürz. Der Kaffee ist jetzt ein bisschen abgefallen auf 4,5 von 10, würde ich jetzt mal sagen. Und mit dem Honduras-Tabak tue ich mich momentan noch schwer. Also so diese typische Honduras-Säuerlichkeit, sage ich jetzt mal. Die Kräutergeschichten, das habe ich jetzt noch nicht. Aber haben wir ja noch was vor uns. Ja, jetzt wird es ja auf jeden Fall holziger, trockener, ledriger. Und jetzt durch die Honduras-Geschichte aber kommt so ein bisschen auch was Lakritzartiges, also so eine Kombination aus Holz, weil Lakritz ist ja irgendwie so ein Steppenstrauch, so eine Wurzel, so ein Gestrüpp. So was leicht Süßes, aber doch gleichzeitig wieder was Trockenes und so eine Nuance von roter Beete. Ich denke, das ist dem Honduras-Tabak geschuldet. Also wirklich sehr subjektiv jetzt, und wenn man sich wirklich länger darauf konzentriert, dann könnte man meinen, man könnte Rote Beete als Erinnerung so im Kopf sich einbilden. Also natürlich, klar, die Zunge schmeckt eigentlich nur irgendwie 5 Geschmäcker oder so, süß, salz, salzig, sauer und wie auch immer. Aber ja, das Gehirn versucht natürlich die verschiedenen Aromen natürlich etwas zu verbinden, und jetzt in dem Moment so dieses leicht Lakritzartige, aber auch diese rote Beete irgendwie komisch, ne? Ja. Auf jeden Fall müsst ihr die mal probieren.
Oha, jetzt sind wir dann da aufgeplatzt am Schluss. Jetzt kommt die Erde noch deutlicher durch, auf jeden Fall. Ich mach's kurz. Hohe Qualität, schmeckt von Anfang an. Allerdings hat mir das i-Tüpfelchen gefehlt. Ich weiß nicht, ob ich mir mehr dieses Nussige gewünscht hätte. Das war so ein bisschen da. Oder dann, als die Creme so ein bisschen gestiegen ist, aber wirklich nur ganz dezent, hätte ich mir vielleicht ein bisschen mehr Creme gewünscht. Und dann dieses Lakritzartige, da hätte ich mir irgendwie was noch stärker gewünscht. Also die Nuancen sind zwar da und ist auch recht komplex, das Ding, aber immer nur so ganz dezent und ganz kurz. Also die Kaffeerüsterung, das Holzige hat halt einfach sehr dominiert. Das ist eine schon, es widerspricht sich, eine relativ komplexe, aber sehr geradlinige Zigarre. Also immer nur diese Nuancen. Also von dem her 4,5 von 5. So, das i-Tüpfelchen hat mir heute gefehlt. Bis zum nächsten Mal.